Herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 14. Heute haben wir das letzte Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart. Das ist eigentlich scheißegal im Endeffekt. Wir können, wenn wir das Spiel gewinnen, auf 82 Punkte kommen. Und wenn nicht, halt nicht. Ne? Wie spielen wir denn? Wir haben jetzt dann das Champions League Finale. Ich weiß nicht genau wann, also in welchem Abstand jetzt das ist. Drum lasse ich jetzt mal die Ersatzspieler ein bisschen spielen. Also Draxler spielt zum Beispiel links nicht. Stellen wir auf links mal Thiago. Und auch hier unten könnte mal Weiser spielen. Weiser kann dann mal Rechtsverteidiger spielen, genau. Contento hinten links. Dante ist... War der verletzt? Ich glaube ja. Kann der auch für ein nächstes Spiel wieder rein? Van Beuten darf mal spielen, genau. Wir haben hier noch... Ach, Mandzukic ist wieder dabei. Mandzukic ist wieder dabei. Das ist auch mal sehr schön. Kroos haben wir im ZOM. Und für die Auswechslung, ja. Packen wir die hier mal alle rein. Also ich habe nicht vor, hier irgendwie mit Bestbesetzung zu spielen. Ich glaube, das merkt man. So, das wär's aber auch. Wir starten. Oder? Ja, wir starten. Ja. Aufwärmen. Nee. Heber. Also die Challenge habe ich bisher noch nie geschafft. Auch wenn mir da die Geduld dazu fehlt. Ich habe immer bloß 2-3 Schüsse immer gemacht und dann war vorbei. Genauso wie jetzt. Also, zum letzten Mal sehen wir das Logo in FIFA 14. Ein Heimspiel Bayern München gegen VfB Stuttgart. So, erstmal die Einstellung. Taktikeinstellungen und so rum. Ja genau, Pizarro hat er jetzt verlängert. Hier ist er gleich mal da wäre fast am Ball gewesen. Pizarro hat jetzt verlängert bei Bayern um ein Jahr. Wie es ausschaut, kriegt Van Beuten keinen neuen Vertrag. Aber Köln war ja neben dran. Also vielleicht wird er da zu Köln gehen. Vielleicht auch eine Chance, nochmal ein bisschen regelmäßig zu spielen. Weil das hat er bei Bayern eigentlich nicht gemacht. Er hat zwar ein, zweimal gespielt, ich glaube, der hat sogar ein Tor geschossen. Was gegen Bremen nicht sogar? Ich glaube, der hat gegen Bremen sogar ein Tor geschossen. Aber regelmäßig spielen ist was anderes. Gut, der ist jetzt auch. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, muss man sagen. Aber schlecht ist er auch nicht. Vielleicht ein bisschen steif. Aber sonst. Nix. Ach Gott. Da muss er gleich durchgreifen, das gibt Freistoß. Ja, mir strottet. So, Rausch. Den habe ich in meinem Bundesliga-Silberteam. Wow. Traoré stand im Abseits. Abseits. So, neuer auf... Nee, nicht auf Abdelaue. Auf Van Beuten. Schweinsteiger hätte ich mal rausnehmen sollen, eigentlich. Dafür Rafinha spielen lassen. Na, das muss ich in der Pause oder so mal machen. Dass ich da Schweinsteiger rausnehmen. Dass da wirklich alle fit sind. Und zwar nicht bloß fit, sondern auch topfit. Okay, das war jetzt eigentlich recht unnötig, diese Drehung. Da ist Pizarro! Ja, also geht doch! Hallöchen! Der ist noch fit, der Junge. Obwohl sein Gesicht eigentlich nicht getroffen wurde. Wobei das eigentlich keinen Zusammenhang hat. Also von FIFA 14 oder von den Entwicklern von FIFA und EA wurde das Gesicht jetzt nicht so geil getroffen von Pizarro. Da gibt's schon bessere. So, Kroos. Ballverteiler hier, Schweinsteiger. Pizarro, der spielt immer weiter raus auf Thiago, der in die Mitte zu Pizarro, aber Tasti klärt. Maxim. Ja. Der hat auch einen geilen Namen. Quist. Quist. Mein Gott.
Maxim Boateng. So, Schweinsteiger nochmal rüber auf Groß. Der versucht es mal aus 16 Metern. Knapp vorbei. Schade. Ter Stegen spielt hier bei Stuttgart. Ne, ich habe mir den in meiner Privatkarriere geholt, Ter Stegen, und der ist jetzt mittlerweile auf 87. Also, der hat einen Karriereverlauf, das also kann sich sehen lassen. Ne, ich weiß nicht, wo startet der? Bei welcher? Bei 80, glaube ich, startet der. 80er Gesamt. Und ui, 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 ui. Ja, gut. Was war da denn los? Ja, da haben sie geschlafen. Komplette Innenverteidigung, aber gut. Ja, Boateng ist nur der Bessere. Wir fahren Beuten. Ein Weiser kommt dann da auch nicht mehr hinterher. Ja, probieren wir mal. Aber kann ja mal reingehen. Ne? Wenn man Glück hat. Wenn man viel Glück hat. Also, wenn ihr einen Torwart sucht, holt euch Ter Stegen. Der ist wirklich gut. Der ist richtig gut. Entwickelt sich auch super. Contento. Pizarro. Pizarro zurück. Da ist Shaqiri. Mein Gott, an dem Pfosten. Da ist Shaqiri. Nee, das war gar nicht Shaqiri. Wer war denn das? Der Erste. Ach, das war Pizarro. Das war Thiago, der Flankengeber. Ach so, und Pizarro köpft das Ding an den Pfosten und Shaqiri haut es dann rüber. Ja, weil da hatte ich L1 gedrückt, ne? Dann hat er gelupft. Gelupfert. Ja, ja, so geht's auch. So, Shaqiri hat den. Sicher. Ja, Schweinsteiger, wieder gefault. Ja. Ich war mal sagen hier. Ja? Shaqiri. Aber der war zu weit. Martinez. Leicht optimistischer Kopfball, ne? Ein sehr leicht optimistischer Kopfball von Javi Martinez. Huch. Maxim. Boateng grätscht ab. Schön weiser. Pizarro. Pizarro, der sieht nochmal Shaqiri rennen. Shaqiri! Ah, schön über den Torwart drüber. Einfach mal Konstantin Rausch fast über den Haufen gerannt. Da stand die Stuttgarter Verteidigung genauso offen wie unsere. 1-1. Gentner. Oh, will der auch gleich einen Ball gegen Pizarro? Pizarro, neuer Seitenwechsel. Also beziehungsweise rüber auf Thiago. Ah, Martinez. Ach Gott, ich wollte eigentlich Doppelpass zwischen Martinez und Contento spielen, aber da hat Contento nicht mitgespielt. Ja, Martinez, geh halt wieder zurück. Ja, muss mal Shaqiri hier drauf gehen. Aber der, nee, kriegt er doch nicht. Jetzt hat er dann, und, nee, natürlich nicht vor ihm ausgerettet. Das wäre zu viel gewesen. Hätte einen Ball ja gerettet, ne? Taski. Nein. Doch, jetzt Schweinsteiger hat ihn erobert. Pizarro legt ihn rüber. Aber der Pass auf Schweinsteiger, der kommt ja überhaupt nicht an. Da hat Taski aufgepasst. Rausch. Ja, Pizarro kommt da nicht ran. Aber Rausch spielt ihn einfach mal schön. Fast ins Aus. Und als ihn... Wer wollte ihn annehmen? Wer war denn das? Maxim wollte ihn annehmen, genau. Na, ah, Shaqiri wollte eigentlich keinen Flick machen, aber... Okay, der war im Aus. Als ihn Maxim dann annehmen wollte, hat er den Ball ins Ausgespielt. So, Quist. Ah, Schweinsteiger grätscht ins Leere. Und wir stehen da hinten schon wieder recht offen. Oh, Weiser! Macht er da? Soll einfach bloß den Ball da! Behaupten! Boah, Neuer! Alter, der war richtig knapp. So, Martinez. Der ist auch öfters im Sturm vorne drin als hinten. Kann das sein? Nein. Der auch nicht dahin. Martinez, ja. Schöner Pass auf Thiago. Der wieder... Ah, da kommt dahin. Martinez mit der Flanke nicht. Schießt den Gegner an und wir kriegen Ecke. Aber Ecken sind ja gefährlich, wissen wir. Ja, Schwab klärt davor Martinez. Boah, ist Boateng.
Naja. Dabei bleibt's auch. Ne? Martinez. Oh! Wieder umgegrätscht hier. Aber der hat einen Zweikampfwert, das ist unfassbar. Der Martinez mit Zweikampfstärke. Der holt sich den Ball leicht zurück. Groß. Uiuiuiui. Holt er gegen Maxim den Ball und Stuttgart kontert. Na, ja, da war zu lange. Aber sie bleiben im Ballbesitz. Ja, nicht abseits anzeigen, sondern hinterherlaufen. Contento. Ja, kriegt er den Ball nicht mehr. So, Harnik mit der Ecke hier rein. Oh, da steht einer frei. Na ja, gut. Der kam direkt auf Neuer, der Ball. Und wir haben Halbzeit. Nee. Tore Pizarro und Shaqiri für uns. Und für die anderen Sakai. Hiroshi Sakai. Wo ist denn der? Was ist das für ein Land? Wo kommt der her? Hiroshi Sakai. Japan wahrscheinlich. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ganz dreist. Schweinsteiger. Rafinha und Kirchhoff. Mal gegen Martinez. Die brauchen wir nämlich. Scheißegal, ob wir das Spiel jetzt hier verlieren oder nicht. Wir brauchen diese zwei Leute im Finale. Und die können ja auch Fußball spielen, ne? So ist es ja nicht. Shaqiri, ja, der macht Dampf, aber wenn er nicht in den Gegner reinrennen würde, würde er noch mehr Dampf machen. Ja, Maxim. Der hat's heute mit dem Aus, ne? Der Maxim. Weiser. Groß. Ah, Pizarro durchgesteckt auf Kirchhoff. The fuck? Warum den Kirchhoff? Ah, Thiago. Ja, schön. Nein, nicht schön. Nimm ihm den Ball ab. Jungens. Traoré, der Wechsel nach Gladbach. Das ist schon fest. Und, jetzt pass mal auf, was war noch? Ja, Ter Stegen wurde von Barcelona vorgestellt, aber das hatten wir schon. Irgendein Wechsel war doch noch. Also es waren noch viele Wechsel, das ist schon klar. Aber irgendein noch ein größerer. Wie war denn das? Komme ich jetzt ums Verrecken nicht drauf. Ach ja. ja, das ist unfassbar. Real Madrid hat angeblich für Luis Suarez 100 Millionen Euro gegeben. Ja, ist klar. Freunde, 100 Millionen. Geld ruiniert den Fußball, ne? Also ich meine, ja gut, jetzt werden welche sagen, ja, aber Bayern gibt auch viel Geld für die Spieler aus, aber die bezahlen das, was sie wert sind. Und ein Luis Suarez ist auch keine 100 Millionen Euro wert. Und noch ein Beispiel, genau David Luiz. Der jetzt zu Paris Saint-Germain geht. 50 Millionen. Also Leute, 50 Millionen. Das ist Utopie. Ne? Dass der 50 Millionen wert ist. So, Thiago ganz frei da an den Pfosten. Alter, das kann's ja nicht sein. Schießt er das Ding an den Pfosten, ne? Schon zum zweiten Mal jetzt. Also nicht Thiago zum zweiten Mal, aber insgesamt zum zweiten Mal. Zero, Thiago. Thiago, nein. Der ist weg. Boateng. Van Beken. Weiser. Okay, ich hoffe. Ah, hohoho, der war knapp. Wäre fast den Gegner reingerannt. So, Pizarro. Er legt sie. Ach Gott, ich wollte nicht grätschen. Ich wollte, dass er flankt. So, wir werden erstmal der Gegenspieler umgerannt, ne, Thiago? So macht man das in Spanien. Erstmal den Gegner ausschalten und dann weitermachen. Ja, toll. Nimm da ihn vor der Auslinie, nimm da ihn noch schön an und spuxieren ihn ins Aus.
wie ich das liebe. Das heißt, er muss etwas verändern und darum wechselt er aus. Pizarro im Zweikampf da, gewinnt. Thiago, nein, wo steht Tasky im Weg? Groß erstmal hinten rum. Weiser. Rafinha, wo? Über nochmal zurück. Weiser, Groß, Pizarro. Was macht Pizarro da hinten? Der lässt jetzt einfach einen Schuss hin. Und zum zweiten Schuss kommt er nicht. Contento, schön. Schön geklärt. Traoré geht raus. Und Royas kommt. Ist das ein Jugendspieler bei denen oder ist, hat FIFA den gekauft oder so? Oder ist das ein regulärer Spieler? Das ist die Frage. Contento. So, Groß. Oh, was ist? Ich wäre an den Ball gekommen. Freunde. Rafinha mit der Flanke rein. Oh Gott, die ist zu weit. Weiser, Thiago, nein, Tasky. Sporting schon mitstürmen und der gewinnt sogar den Ball. Ich glaube, ich spinne. Da Kirchhoff dribbelt sich durch die Abwehr durch. Ach du Scheiße. Ja gut, niemand hat behauptet, dass Kirchhoff den besten Schuss der Welt hat. Aber aufs Tor hätte der Ball schon mal kommen können. Honig. Schönes Stellungsspiel. Ljubicic. Jetzt könnte es gefährlich werden. Finja Shaqiri. Oh, da wollte ich eigentlich gar nicht zu Weiser, aber der hat das gut gelöst. Shaqiri vor auf Kirchhoff und der schaltet schnell auf Groß weiter. Groß, und der ist schon komplett am Arsch, was die Ausdauer angeht. Oh, da hat er mir Kirchhoff nicht gegeben. Sonst hätte ich den im Kopf reingemacht. Ja, so schlecht ist der Kirchhoff nämlich nicht. Ja, Thiago. Thiago zieht nach innen, schließt ab, aber an Ter Stegen kommt er nicht vorbei. So, wir stellen mal auf Defensiv jetzt. Dann kann uns da nichts mehr passieren. Aus. Also ich hoffe mal, dass uns nichts mehr passieren kann. Quist. Aber ihr kennt's ja. Der CPU kommt einmal vor das Tor, ne, und dann ist das Ding drin. Das ist ja immer so. Ah, Leitner. Royas. Quist. Und Weiser haut das Ding raus. Pizarro. Groß. Contento. Schickt. Thiago. Ach Gott. Kann ja keiner was machen. Da zwei auf ihn drauf gehen. Jetzt ist Contento nicht da. Leitner. Der ribbelt ins Aus. Das ist schön für mich. Kirchhoff. Pizarro. Oh, Gott, das ist schön. Will Groß schicken, aber. Groß. Sagen wir mal so. Ausdauer ist was anderes. Aber das war's. Das war's. Und wir gewinnen 2-1. Es ist de facto ein verdienter Titel. Das ja, war danke, Herr Buschmann. Das ist, weiß ich, dass das ein verdienter Titel ist. Dortmund hat nur 2-0 gewonnen. Wolfsburg hat 4-1 gewonnen gegen Gladbach. Hannover hat 1-0 gegen Freiburg gewonnen. Schalke hat 2-1 gegen Nürnberg zu Hause gewonnen. Frankfurt hat in Augsburg 0-0 gespielt. Bremen hat in Leverkusen 4-1 verloren. Hoffenheim hat 2-0 gegen Braunschweig gewonnen. Und Mainz hat 2-1 zu Hause gegen Hamburg verloren. So, was haben wir denn im Büro? Nationaltrainer auf Werte. Von was? Von Polen. Klar. 13 Millionen Transferbudget. Ich sag mal so. Bringen uns nichts mehr. Ne? So, dann simulieren wir weiter. Ich glaube am Samstag. Nee. Ach so, da, ach du Scheiße, dann hätte ich die Leute ja spielen lassen können.
Wenn ich gewusst hätte, wie lange das dauert. So, jetzt ist aber dann. Ah, hier. 25. Warum nicht am 24.? Eigentlich war doch das am 24. das Champions League Finale. Warum ist das jetzt eine Woche später? Das ist so big question, ne? Zurückgezogen, ja. Nationaltrainer auf Fährten. Könnten uns wurscht sein. Die Frage ist aber, warum? Warum das so ist, ne? So, wir motivieren uns. Was will der mit auslaufenden Verträgen? Pierre-Emile Højbjerg. Aha. Højbjerg. Bieten wir ihm mal 4-Jahres-Vertrag. Ding an. Macht mal sporadische Spieler. Macht er dann schon. Macht er dann schon. Also nimmt er dann schon an. Ist uns aber ehrlich gesagt scheißegal. Denn wir machen jetzt das. Nee, das nächste Mal machen wir das Champions League Finale gegen Liverpool. Bis dann. Ciao.